Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich mache heute aus dem Stoff, den ihr schon kennt, eine Kette. Man kann das Ganze aber natürlich auch als Armband benutzen oder sich daraus einen Gürtel machen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Man kann den Knoten auch entweder so hinterm Nacken haben als Verschluss oder nach vorne machen. Also mit dieser Methode, die wirklich super einfach ist, kann man so schöne Sachen machen und ich zeige euch einfach hier ein bisschen was. Ihr braucht nur einen Streifen Stoff, den habe ich mir von meinem Stoff abgeschnitten. Man kann aber den auch von einem T-Shirt zum Beispiel abschneiden, den Saum. Und meiner ist ungefähr jetzt so 5 cm breit und hat ungefähr eine Länge von 1,10 m. Als erstes ziehe ich den Stoff so, damit er sich so ein bisschen einrollt und zu so einer Kordel wird. Also einfach ziehen und am besten darauf achten, dass nicht das Helle sich nach außen dreht, sondern dass auch wirklich dann der Stoff oben ist. Dadurch wird er jetzt auch noch mal ein bisschen länger und rollt sich eben zu so einer schönen Kordel ein. So kann man sich auch ganz einfach einen Gürtel machen. Also wenn man jetzt einfach hier in die Enden noch einen Knoten reinmacht, dann kann man sich das auch schön über einen schlichten schwarzen Oberteil zum Beispiel dann so als Gürtel drum machen. Aber das mache ich heute nicht, sondern jetzt geht es gleich hiermit weiter. Ich klemme jetzt das eine Ende hier zwischen Tischplatte und meinem Knie ein. Und jetzt drehe ich das Ganze, also einfach immer in eine Richtung drehen und mache daraus eine Kordel. Also immer schön weiter drehen, dabei darauf achten, dass das hier nicht abgeht und sich löst. Und dann drehe ich das Ganze jetzt, bis die ganze Kordel hier eingedreht ist, also das ganze Band eingekordelt. Es ist ein bisschen schwierig alleine, weil man immer weiter dreht und das Band immer länger wird und sich schon anfängt zu drehen so ein bisschen. Also man kann es natürlich auch zu zweit machen, dass dann einer dieses Ende festhält und der andere dreht das Ganze dann. Das ist dann noch ein bisschen einfacher. Man kann dann auch, der eine dreht in die eine Richtung und der andere in die andere und nach kräuselt sich das dann so zusammen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Also ihr seht ja, das ganze Band ist jetzt hier eingedreht. An der einen Seite war es festgeklemmt, an der anderen Seite habe ich immer weiter gedreht und jetzt ist das Ganze so komplett auf Spannung. Jetzt nehme ich die beiden Enden hier zusammen, mache das nochmal ein bisschen auseinander. Das dreht sich schon von alleine zusammen, aber man kann es dann nochmal ein bisschen auseinander machen und so ein bisschen unterstützen. Also einfach noch mal ein bisschen zusammendrehen, ein bisschen auseinanderziehen, bis daraus dann wirklich so eine schöne Kordel geworden ist. Die beiden Enden knote ich jetzt einfach hier zusammen. So. Und diesen Knoten, den kann ich jetzt hier hinten durchziehen. Und das ist dann der Verschluss für die Kette. Die Enden schneide ich natürlich hier noch ab. Also einfach ummachen und dann hier durchmachen. Und dadurch, dass sich das so dreht, hält das dann auch ganz fest. Ja, so sieht die Kette jetzt aus. Man kann natürlich auch noch mehrere Stränge zusammendrehen. Also das sind jetzt nur zwei und dadurch ist die relativ schmal. Man kann aber natürlich auch noch ein paar mehr, dann wird die Ganze auch noch ein bisschen dicker. Also ich finde das total schön, weil man kann dann eben sich eine bestimmte Farbe aussuchen, einen Stoff, der einem gefällt, vielleicht ein altes T-Shirt, das nicht mehr so gut passt, aber das einfach eine tolle Farbe hat und sich daraus nochmal so eine Kette machen. Das gleiche kann man natürlich auch als Armband tragen, also auch einfach um die Hand rumwickeln und dann hier den Knoten durchziehen. Man kann sich natürlich auch Armband und Kette dann passend machen. Ich hoffe, in diesem einen Video steckten wirklich ein paar Anregungen für euch drin. Ich habe ja eben schon gesagt, man kann das Ganze auch, wenn man es nicht zusammendreht, schon als Gürtel benutzen. Einfach als so ein dünnes Band, was man sich dann um ein Kleid zum Beispiel macht. Oder man kann das Ganze hier natürlich auch in länger machen und dann so eine Kordel als Gürtel benutzen. Man kann es als Kette nehmen, als Armband oder man kann natürlich auch noch mehr Stränge weiter zusammenwickeln, damit es eine dicke Kette wird. Oder ein dicker Gürtel oder ein dickes Armband. Also da hat man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten mit. Einfach von einem Stückchen Stoff, also das ist am besten, wenn es so ein elastischer Stoff ist, so ein T-Shirt-Stoff,
davon einfach einen Streifen abschneiden und da kann man so tolle Sachen rausmachen. Vielleicht möchtet ihr das nachmachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher einen Gürtel machen würdet, eher ein Armband, eher eine Kette. Einfach alles unten reinschreiben. Und sonst gebt mir einen Daumen nach oben, schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal. Alles so wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!